Grüß Gott alle zusammen. Ich heiße Sie ganz herzlich willkommen bei unserem Sonntagsimpuls. Heute ist der 29. Sonntag im Jahreskreis. Und das Thema an diesem Tag lautet Heimat. Kirche ist ein Ort, ein Stück Heimat für mich, wo das Menschsein im Mittelpunkt steht. Ich zeige Ihnen nun ein Video über die größte Kirche meiner Heimat Kerala. Kirchweih bedeutet bei uns, eine neue Kirche wird eingeweiht. Dieses Fest, zu dem auch Menschen anderer Religionen kommen dürfen, wird sehr groß gefeiert. Das heißt, Kirchweih feiert man bei uns nicht jedes Jahr. Wir feiern heute Kirchweih. Was feiern wir da? Wir feiern etwas, was mit diesem Gebäude zu tun hat. Ein Rabbi war zu Gast bei gelehrten Männern. Er überraschte sie mit der Frage, wo wohnt Gott? Sie lachten über ihn. Was redest du? Ist doch die ganze Welt voll von seiner Herrlichkeit. Der Rabbi beantwortete aber seine eigene Frage. Gott wohnt, wo man ihn einlässt. Liebe Mitchristin, Gottes Wohnungen und Gottes Häuser können überall stehen, aber ob Gott hier wohnt, Gott wohnt in diesem Haus, wenn wir ihn einlassen, wenn er von Ambo zu Wort kommen darf und wir auf ihn hören. Wenn wir am Taufstein im Menschen anvertrauen, weil Eltern wollen, dass Jesus im Herzen von ihren Kindern wohnt. Oder wenn wir am Altar seinen Sohn neu einlassen in unser Leben. Er hat uns ja seine Gegenwart zugesagt im Heiligen Mahl. Die Kirche steht in der Nachfolge Christi, der einlädt, komm zu mir. Wer auf Jesus zugeht, riskiert, dass ihm mehr gesagt wird, als er wissen wollte. Hat der römische Kaiser das Recht, auch in Israel, in Gottes eigenen Land, eine Kopfsteuer zu erheben? Jesus antwortete auf diese Frage. Gebt den Kaiser, was des Kaisers ist, und gebt Gott, was Gott gehört. Der eigentliche Sinn dieser Antwort liegt darin, in allen Dingen gehört Gott der Vorrang. Damit sind wir wieder beim Thema Kirchweih. Beim Besuch des Gottesdienstes dürfen wir uns fragen, welchen Sinn hat das Kirchweihfest für uns? Wir sollten nicht vergessen, wer eigentlich der Herr im Hause der Welt ist. Kirche bedeutet, wir sind die Kirche. Wir sollten für andere da sein.
Wir haben einen Auftrag, anderen an Leib und Seele zu helfen. Die Kirche als Ort der Heimat, als ein Ort, wo wir zur Ruhe kommen können. Vielleicht sogar Grund, unsere Kirche zu lieben. Bischof Gebhard Fürst sagte, die Kirche ist eucharistische Kirche, die als Volk Gottes aus Wort und Sakrament, aus der Verkündigung der frohen Botschaft und der Feier der Eucharistie lebt. So soll uns dieses Kirchweihfest eine Einladung sein, hier oder in anderen Kirchen Gottesdienst zu feiern. Als Christen sind wir jeden Sonntag eingeladen, Eucharistie, den großen Dank für Jesus Christus zu feiern. Dann seine Botschaft hinauszutragen, damit auch die nächste Generation nach uns sie für ihr Leben erkennt. Gott wohnt, wo man ihn einlässt. Lassen wir ihn doch ein. Amen. Zum Ende möchte ich Ihnen noch einen kleinen Witz erzählen. Der Blitz hat in den Kirchenturm eingeschlagen. Der Pfarrer geht von Dorf zu Dorf, um für den Neubau zu sammeln. Überall erhält er reichliche Spenden. Dann kommt er zu Erwin Meyer, der will aber absolut nichts geben und sagte zum Herrn Pfarrer, also für jemand, der sein eigenes Haus anzündet, gebe ich keinen Cent. Ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihren Besuch und Ihr Interesse an diesem Gedanken zum heutigen Tag. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag und eine gute Woche. Bleiben Sie gesund. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns hier auf diesem Kanal am kommenden Samstag wiedersehen würden. Tschüss!